Moin Moin World of Warships Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seacrouts Kanal, dem Infotainment Portal rund um World of Warships. Heute zwei große Themen für euch, beziehungsweise ein Riesenthema und ein Thema, worauf wir euch hinweisen wollen, damit euch auch nichts entgeht. Und zwar fangen wir direkt an mit unserem Seacrouts Giveaway. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, aber Seacrouts wird in dieser Woche 2 Jahre alt und dazu haben wir ein ganz spezielles Giveaway hier für euch vorbereitet. Wenn ihr hier teilnehmt, dann könnt ihr einen indirekten Gutschein sozusagen, also weder eine Barauszahlung noch eine direkte Kooperation mit Wargaming ist davor, steht dahinter, sondern wenn ihr gewinnt, könnt ihr euch einen Artikel im Wert von maximal 50 Euro aussuchen. Für Platz 2 eben 20 Euro und für Platz 3 eben 10 Euro. Wie gesagt, keine Kooperation mit Wargaming, das ist hier privat finanziert und es gibt auch keine Barausschüttung von diesem Betrag. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr daran teilnehmen könnt, ich verlinke euch das Video unten in die Beschreibung, beziehungsweise jetzt oben eben gerade in die Einblendung. Und ja, dann könnt ihr euch euren Wunschartikel aus dem Store möglicherweise selber aussuchen. Gut, und das ist das, was ich zum Giveaway sagen wollte. Und zu dem nächsten Thema müssen wir eine ganze Ecke mehr sagen oder dürfen eine ganze Ecke mehr sagen. Das ist dann nämlich das Update 081, welches am 28. Februar von 6 Uhr bis zum 28. Februar 9 Uhr auf die Server aufgespielt wird und hat eine Update-Größe von 1,3 GB mit jede Menge Neuerungen. Das Erste, was man sagen kann, 081 bringt die britischen Flugzeugträger ins Spiel, nämlich sozusagen einen ersten Einstieg. Man kann diese nämlich erspielen und nicht mehr erkaufen. Also indem man einfach Container kauft und Container kauft und Container kauft und irgendwann wird so ein Auftrag dabei sein, das ist jetzt mit diesem Update nicht mehr möglich, weil Wargaming festgestellt hat, dass sich mehr Spieler eine erspielbare Richtung wünschen sozusagen. Welche Träger kommen denn hier ins Spiel? Das ist die Hermes, die Furious und die Implacable T4, T6 und T8. Das heißt, der T10 Träger ist noch nicht verfügbar. Wodurch zeichnen diese Träger sich als aktuell aus. Man muss immer noch sagen, da haben sie ja auch groß in rot dabei geschrieben. Die Flugzeugträger sind immer noch bei den Balance-Anpassungen dabei. Das heißt, auch wenn jetzt die britischen Flugzeugträger ins Spiel kommen, werden die auf dem Live-Server getestet und Änderungen, die jetzt festgestellt werden müssen oder festgestellt werden, die durchgeführt werden müssen, die werden auch noch passieren. Auch wenn ihr diese Träger jetzt schon möglicherweise in Update 081, 082 und so weiter hier eben benutzen könnt. Ja, das ist so ähnlich wie bei der Hakurio, wo eine Menge angepasst wurde, obwohl sie halt auf dem Live-Server verfügbar war. Das heißt, ein Stück weit seid ihr einfach auch ein bisschen Tester. Das muss man einfach bei der ganzen Geschichte wissen, bevor ihr vielleicht Dublonen oder so eine Sachen dafür ausgibt. Auszeichnen tun sie sich aktuell die britischen Flugzeuge durch einen relativ großen Trefferpunktevorrat als gleichwertige Flugzeuge auf der Stufe. Ja, und damit, wenn man das mit der Geschichte hier kombiniert, Überlebensfähigkeit, Expedited-Überlebensfähigkeit, Flugzeugpanzerung und solche Sachen, dann kann man echt eine Menge wohl mit den Bombern da anfangen. Wir haben wohl ein relativ gutes Bombenfenster, also die Bomben sind da ganz besonders, weil es ist eine Art Bombenteppich, den ihr da abwerft, das sind nicht nur ein oder zwei Bomben, sondern ein paar mehr. Dafür ist der Sektor, wo diese aufschlagen, relativ groß, das heißt, wenn ihr das Glück habt und wirklich mal ein Ziel erreicht, was diesen Sektor komplett ausfüllt, macht ihr massiv Schaden. Auf andere Ziele, wie zum Beispiel meinetwegen Zerstörer, werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen weniger Schaden machen, weil doch viele, also eine Menge eurer Ladung, die ihr abwerft, eben ins Wasser geht. Man kann sagen, dass diese Flugzeuge relativ langsam fliegen, aber dafür eine sehr gute Manövrierbarkeit haben und auch die Torpedos eine sehr kurze Reichweite aktuell hier hinterlegt haben für diese Flugzeugträger. Wie ihr diese Flugzeugträger bekommt im Spiel, zeigen wir euch nur ein Ticken später im Verlauf hier dieser Vorstellung des Updates 081. Es wird natürlich mit dem Update wieder ein neues Event geben, dieser Fly-Strike-Win-Geschichte, die jetzt eben wieder weitergeht in den nächsten Abschnitt. Und ja, ihr wisst, wie das läuft, ne? Also jede Woche kommt ein neuer Abschnitt, jeder Abschnitt hat 4 neue Direktiven. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag kommen jeweils die neuen Direktiven. Mit jeder Direktive gibt es 6 bis 8 Missionen und darüber könnt ihr dann halt nette Sachen bekommen. Zum Beispiel auch Container, nämlich diese Luftversorgungscontainer. Wenn ihr die ganzen 4 Direktiven fertig habt, landet ihr wieder in so einer
in solcher Ruhmeshalle, wo ihr dann euch noch weiter nach oben arbeiten könnt. Umso mehr Punkte ihr holt, desto mehr Belohnung gibt es am Ende. Und das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Das Grundprinzip ist ja jetzt schon bekannt. Das wird ja jetzt schon längere Zeit auf unserem Live-Server immer wieder durchgeführt, dass man halt so kleine Nebenaufgaben bekommt. Ne? Und zwar sind in diesem Container verschiedene Sachen drin. Unter anderem sind auch Kronen und Florins in diesen Containern enthalten. Wie kann man diese jetzt erhalten? Also neben diesen Direktiven und den Containern, die ihr da bekommt. Kronen, das ist eine neue Währung, die jetzt vorübergehend im Spiel verfügbar ist, die selten ist. Florins werdet ihr häufiger und schneller bekommen. Kronen bekommt ihr, indem ihr Direktiven im Event Fly, Strike und Win abschließt. Also das, was ich euch eben oben gerade vorgestellt habe. Dann könnt ihr darüber hinaus noch tägliche Kampfaufträge erfüllen. Also diese Reihe, diese 6 Aufträge, die ihr jeden Tag machen könnt, wo ihr bestimmte Erfahrungen immer sammeln müsst und so weiter. Darüber könnt ihr Kronen bekommen und man kann sie im Arsenal kaufen. Und zwar für 2000 Dublonen a 50 Stück. Das geht aber nur 3-mal, steht hier auch ganz deutlich. Also könnt ihr maximal 150 Kronen kaufen. Das hat einen Hintergrund. Ihr werdet das gleich mitbekommen, wenn wir halt später darauf eingehen. Ja. Wie bekommt ihr denn jetzt Florins? Aus den Containern der Luftversorgung, also die ihr halt auch unter anderem in diesem Fly Strike Win Event bekommen könnt, durch Abschließen von Kampfauftragen in Direktiven, durch die täglichen Aufträge, weil da teilweise halt auch Florins ausgeschüttet werden und natürlich aus den Premium-Containern, die ihr im Premium-Laden kaufen könnt und die ihr natürlich auch ab und zu mal bei uns in den Livestreams halt gewinnen könnt in den nächsten Wochen. So. Dann geht es hier schon weiter. Wir haben hier nämlich mal so eine kleine Übersicht. Deine Übersicht zeigt hier 3 Pakete. Und diese 3 Pakete sehen wie folgt aus. Also sie können nicht beliebig gekauft werden, sondern es gibt eine Paketreihenfolge, kann man sagen. Ihr könnt erst nur das Bündel Nummer 1 kaufen. Wenn ihr das gekauft habt oder eingelöst habt, nicht gekauft, sondern eingelöst habt, nämlich für 50 Kronen und 400 Florins, dann könnt ihr danach das Paket 2 für 100 Kronen und 1000 Florins einlösen. Und danach, wenn ihr dieses habt, dann eben das Bündel Nummer 3 für 150 Kronen und 2500 Florins. Was ist da jetzt konkret drin? Da haben wir hier so eine kleine Grafik. Und die zeigt das, denke ich, ganz, ganz ausführlich. Also hier T4-Schiff, Dreier-Skill-Kapitän, 500 Kohle und ein Tag Premium-Spielzeit plus diese Signalflaggen, die hier dabei sind. Wenn ihr dieses Paket habt, dann könnt ihr dieses hier freischalten. Das gibt dann die Furious, also den T6-Träger mit 1000 Kohle, 3x Premium-Spielzeit und jede Menge Signalflaggen der verschiedenen Art. Und wenn ihr diese habt, dann könnt ihr das hier freischalten. Und dann gibt es eben die Implacable, den T8-Träger der Briten mit einem 10er-Kapitän, 4000 Kohle, 7 Tage Premium-Spielzeit. Also das ist die World of Warships-Premium-Spielzeit, nicht die Wargaming-Premium-Spielzeit. Ja, und da gibt es dann nochmal mehr Flaggen. Ihr könnt Kronen in Florins umwandeln. Und zwar 5 Kronen in 40 Florins. Und ihr könnt wir können Kronen kaufen für 2000 Dublonen, eben 50 Stück. Das ist aber maximal 3-mal möglich. Darüber hinaus könnt ihr während des ganzen Events, wo Florins verfügbar sind, Signalflaggen im Arsenal kaufen. Hier seht ihr, wie viel Florins ihr investieren müsstet, um bestimmte Signale zu bekommen. Ja, auch ihr könnt hier 40 Florins zum Beispiel auch Credits kaufen. Oder Premium-Spielzeit oder eben Lackierungen und so weiter und so fort. So, jetzt machen wir hier mal das Bildchen ein bisschen zu. Hier sieht man das nochmal als eigene Bilder. Könnt ihr ja dann jedes Mal Pause drücken, wenn es dann von Interesse ist. Was man jetzt vielleicht noch sagen muss, ist, die Kronen, die gibt es nur in diesem Update. Das heißt, mit der Einführung von Update 082 werden die Kronen nämlich im Wechselkurs von 1:8 gegen Florins getauscht. Ja, das heißt, am Ende von, also quasi heute in einem Monat, kann man sagen, habt ihr keine, oder werden die Kronen dann in 2 Tagen entfernt, wenn man dazu sagen möchte. Und mit dem Update 083 werden die Florins auch umgetauscht, nämlich gegen 5000 Credits, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ein Florin gibt dann 5000 Credits.
Also auch diese sind dann endlich und mit 083 werden die dann komplett entfernt werden. So, dann geht's weiter. Und zwar mit der Sammlung der Marinefliegerei. Wie sich das für so einen Themenbogen gehört, gibt natürlich auch wieder eine Sammlung. Die hier ist unendlich, also dauerhaft im Spiel verfügbar und besteht aus 16 Elementen. Hier kann man sich das nochmal angucken. Da gibt es dann Flugzeuge verschiedener Art. Dann gibt es hier die Landeeinweiser, die damals eingeführt wurden, kann man sagen. Also mit der Entwicklung der Träger wurden halt dann halt auch neue Technologien sozusagen entdeckt oder erarbeitet. Und da erwies es sich als hilfreich, dann Landeeinweiser zum Beispiel auf den Flugzeugträgern einzusetzen. Gerade wenn es schlechtes Wetter war oder so eine Sachen, war es einfach wichtig, Piloten einen Anhaltspunkt auf dem Träger zu bieten, ob sie zu hoch, zu niedrig, zu weit links, zu weit rechts sind. So, und hier gibt es nochmal ein paar Wappen von den Flugzeugträgern. Die gehören, wie gesagt, alle dazu und die kommen natürlich auch aus diesen Containern eben raus. So, als Belohnung, wenn ihr diese täglichen, diese Sammlung hier abschließt, dann bekommt ihr halt, also als Hauptbelohnung dann zum Beispiel die Tarnung für die Implacable. Ja, dann gibt es natürlich nachher wieder die Möglichkeit, alternative Tarnungsmuster anzubringen. Und also bei den Briten könnt ihr dann zwischen zwei Farben wählen. Ihr könnt zusätzliche Signalflaggen anbringen. Und wenn man die Sammlung abgeschlossen hat, gibt es halt wie gesagt diese Implacable-Tarnung. Dann gibt es für Commonwealth die alternative Tarnung. Ja, und also eine netten Geschichten. Wieder so, ich sag mal, nice to have. Ja, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht weltbewegend, aber ist nice to have. So, und mit dem nächsten Punkt kommen wir dann schon zu den täglichen Lieferungen, die jetzt auch wieder aktiviert werden, nämlich vom 28. Februar, das heißt quasi ab Donnerstag bis zum 14. März gibt es wieder tägliche Lieferungen. Das heißt, ihr meldet euch regelmäßig im Spiel an und könnt dann hier diese Belohnung eben mitnehmen. Ja? Das sind insgesamt 10 Belohnungen und ihr habt 14 Tage Zeit, euch anzumelden. Das heißt, jeden Tag, wo ihr euch anmeldet, kriegt ihr eine Belohnung. Am Anfang die Union Jack-Lackierung, dreimal, dann eben Credit-Punkte, dann gibt es Warships Premium, dann gibt es eine Container-Luftversorgung, dann gibt es hier noch eine Container-Luftversorgung. Dublonen gibt es zwischendurch auch nochmal, also lohnt sich auf jeden Fall, immer wieder dabei zu sein. So könnt ihr auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass ihr mit der Sammlung auch anfangen könnt, mit dem Luftversorgungscontainer, wenn ihr diesen Luftversorgungscontainer erhaltet. Ja? Und man muss halt sich auch nicht täglich einloggen, man hat immer so ein paar Tage, die man auch mal, rübergehen lassen kann, um es mal so auszudrücken. So, und dann kommen wir zu den nächsten Punkten. Der nächste Punkt, das hatte ich euch in einem der letzten Videos schon mal vorgestellt, ist die Veränderung der Spielmechanik. Und zwar beim Überwachungsradar und bei dem Flutungsverhalten, also wenn ihr Wassereinbruch erleidet. Ja, zum einen verändert sich das Überwachungsradar jetzt eben so hingehend, dass es, das Schiff, was Radar hat, das einzige Schiff ist, was quasi sofort den gegnerischen Zerstörer als Beispiel aufklärt. 6 Sekunden später werden sie dann für das gesamte Team mit sichtbar. Und es gibt da auch noch weitere Anpassungen, zum Beispiel, dass die Radardauer, also die Dauer dessen, glaube ich, hier oben ist das. Genau, ich habe mich gerade im Reiter vertan. Also, jetzt wird sich die Radardauer verändern und auch die Reichweite verändern. Sie haben sie hier so ein bisschen, sie wollten sie eindeutig machen. Die russischen Kreuzer sind jetzt eher auf 12 Kilometer. Also, man kann sich 12 Kilometer merken. Bei den Briten eben 10 Kilometer oder ein bisschen weniger hier. Die Belfast ist eine Ausnahme. Und die Amerikaner sind bei 10 Kilometer. Teilweise gibt es dann doch immer noch ein paar Ausnahmen. Ja, hier wie zum Beispiel bei der Wichita, die nur 9 kommt, bei der Salem, die nur 8,5 kommt, bei der Atlanta, die bei 8,5 bleibt und die Missouri, die bei 9,5 bleibt. Ja, gleichzeitig wird die Wirkungsdauer der Radar-Geschichten hier verändert, nämlich Kronstadt, Moskau und so weiter, die kriegen überall 5 Sekunden oben drauf. Das heißt, ihr braucht zwar jetzt 6 Sekunden, bis ihr einen DD anzeigt, dann ab dem Donnerstag, aber ihr habt dann auch wieder 5 Sekunden länger Radar, das hat reichtet eben weitestgehend aus, ne? Oder soll es eben ausgleichen. Das ist also schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Entscheidend ist, dass ihr jetzt ein Delay habt. Ihr habt ein Delay von 6 Sekunden, nachdem ihr selber auf Radar geklickt habt, bis das eigene Team das sieht.
Und was ihr hier auch schon erkennen könnt, nämlich die Benutzeroberfläche wird angepasst. Er gibt jetzt verschiedene Symbole. Ja, wenn man eben entdeckt ist, zum Beispiel durch die automatische Erkennbarkeit, also die gesicherte Erkennbarkeitsreichweite. Hier ist der Zerstörer unter 2 Kilometer an dem Schlachtschiff dran und wird deswegen automatisch entdeckt. Das ist bei jedem Schiff gleich. Und dann geht es eben weiter. Hier hat man eine Hydroakustik-Aufklärung. Also hier ist man aufgeklärt mit der Hydroakustik. Das sieht man an diesen beiden Hörern. Und dann gibt es hier nochmal ein Foto. Da hat man eben eine Aufklärung mit Radar angezeigt bekommen. Ja? Das heißt, es sind jetzt immer separate Symbole, die euch zeigen, was genau jetzt euch gerade aufmacht. Wenn ihr zum Beispiel Zerstörerfahrer seid, ist das ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt ist Wassereinbruch. Ah ja, was ich noch sagen möchte, wenn ihr nochmal ganz viele Details dazu haben möchtet, zu dem Überwachungsradar, Verbesserung der Spielmechanik, gibt es einmal die Möglichkeit, natürlich diesen Artikel hier auf der Wargaming-Seite zu lesen. Und zum anderen könnt ihr euch auch unsere Flaschenpost angucken von, lasst mich lügen, glaube eine Woche her oder so. Da haben wir uns diese Sache ganz genau angenommen und haben nochmal ganz genau uns die Sachen angeschaut. Also solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Dann geht es weiter mit dem Wassereinbruch, hatte ich auch schon drüber berichtet in dem gleichen Video, wo wir auch über Überwachungsradar gesprochen haben. Es wird demnächst möglich sein, 2-mal Wassereinbruch zu bekommen. Früher war es nur 1-mal möglich, aber der Schaden, den der Wassereinbruch macht, ist deutlich verringert worden. Vorher tickte er immer 90 Sekunden, jetzt tickt er eben nur noch 40 Sekunden. Und der nächste Punkt ist, er tickt auch nicht mehr so stark, also er macht nicht mehr so viel Schaden pro Sekunde. Flugzeugträger haben jetzt noch 0,667 Prozentpunkte pro Sekunde ihres Gesamtlebens verloren. In Zukunft sind es 0,25, bei der Kronstadt sind es 0,5 in Zukunft. Kreuzerzerstörer 0,25 und die Admiral Spee als Sonderfall hatten 0,375 Punkte pro Sekunde Trefferpunkte verloren sozusagen. Also das ist jetzt der neue Stand, der dann ab Donnerstag auf dem, ja, hier auf dem Live-Server verfügbar ist. Ja, und damit sorgt ihr eben dafür, dass ihr deutlich weniger, oder wird dafür gesorgt, dass ihr deutlich weniger Schaden nehmt und deutlich weniger Trefferpunkte verliert, als zum Beispiel vorher. Und das alles könnt ihr natürlich noch mit so Signalflaggen wie Juliet, Yankee, Biso 2 noch weiter verringern, nämlich um ganze 20%. Dann geht es schon weiter. Die Überarbeitung der Karte Splitter. So sieht die Karte Splitter aktuell aus und sie wird jetzt überarbeitet, nicht nur von der Farbgebung her, sondern auch von der Anreihung der Inseln. Ihr seht es hier, so sieht Splitter jetzt aus und das ist jetzt Splitter neu. Ja. Ich bin gespannt, wie das dann so sein wird. Ich finde Splitter jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, es hat hier oben in dem Bereich immer viele offene Sachen und viele Kämpfe finden eben dann hier in dem Bereich statt und in dem Bereich und hier in der Mitte nicht so sehr. Und das soll wahrscheinlich mit dem Kartenupdate jetzt verhindert werden oder verändert werden, weil man jetzt hier zum Beispiel auch in der Mitte deutlich andere Stellungspunkte hat, ja, also Deckungspunkte hat. Ne? Nächster Punkt ist dann die Optimierung des Hafens. Und das hatten wir ja auch schon im Livestream des Öfteren mal festgestellt, dass der Hafen in letzter Zeit relativ unflüssig läuft. Also man dauert ewig, bis da irgendwie sich was bewegt, wenn man irgendwo hinklickt und so weiter. Und ja, mit dem Update soll die Ablaufgeschwindigkeit im Hafen einfach viel, viel besser werden. Und das ist ein fortlaufender Prozess. Und das heißt, das ist jetzt der erste Schritt und weitere Schritte werden am Ende folgen. Dann wird die Tongeschichte komplett überarbeitet, kann man sagen. Jetzt werden die Sounds für Wetter, Explosionen in Luft und auf Boden, dann auftreffende Granaten und so weiter wurden komplett überarbeitet. Die Geräuschkulisse in den Häfen Dünkirchen, Kronstadt wurden überarbeitet. Bombenexplosionen und Feuerwerksgeräusche wurden jetzt synchronisiert. Also wahrscheinlich neu synchronisiert. Dann gibt es auch bei der Marinebasis. Das ist ein Premium-Hafen, den ihr nur seht, wenn ihr Premium im Spiel aktiviert habt. Das ist ein Trockendock am Ende. Ja, gibt es jetzt neue Geräusche, die von vorbeifahrenden Schiffen dann zu hören sind oder Geräusche von der Dampflokomotive. Die wurden halt auch verändert. Dann gibt es jetzt in Zukunft 2 Reiter. Nicht mehr nur einfach nur Musik, sondern es gibt halt jetzt in Zukunft dann halt die Möglichkeit hier Musik im Hafen oder Musik im Kampf zu aktivieren. Dann kann man hier den Radio-Communication-Effekt hochstellen oder runterstellen. Also das heißt, wenn man die Kommunikationsfähigkeit von World of Warships eben nutzt, dann kann man da so ein bisschen Realismus mit reinbringen. Und ganz wichtig ist auch dieser Punkt, Choose Your Audio Source, das ist die englische Bezeichnung, also Audioquelle auswählen.
Da kann man nämlich, wenn man jetzt seine das auf Kopfhörer setzt, vom Auro 3D-Service partizipieren. Es gibt eine volle 3D-Klangumgebung und damit kann man so richtig in diese Seeschlacht eintauchen. Ich werde das definitiv mal ausprobieren, sobald das soweit ist. Dann wird die Ingame-Ökonomie verändert. Und zwar werden Schiffe jetzt besser dafür mit EP und Credits belohnt, wenn sie als T6-Schiff fahren und ein T7- oder T8-Schiff zerstören. Ja, also da wird so ein bisschen dem Rechnung getragen, dass man ja das schwächere Schiff im Spiel ist und es soll jetzt einfach ein bisschen mehr zurückgeben. Credits und EP, das ist einfach eine tolle Sache, weil man sich ja so manchmal doch so ein bisschen geärgert fühlt, dass man halt ständig in T8-Match gevotet wird oder gematcht wird. Und das soll so ein bisschen dem entgegenwirken. Ja, man muss dann halt ein bisschen taktischer fahren vielleicht noch und kann dann vielleicht noch ein bisschen was machen oder eben mal abstauben. Ja, als T6-Schiff ist Abstauben in T8-Gefecht, glaube ich, nicht verwerflich. So, nächster Punkt ist Umstellung auf 64-Bit-Systeme. Wir haben ja erst vor kurzem darüber berichtet, ich glaube vor zwei Updates, dass das mit den 64-Bit-Systemen jetzt langsam und Step-by-Step eingeführt werden soll. Dass das jetzt so schnell geht, dass die 32-Bit-Betriebssysteme komplett entfernt werden aus dem Game-Client, wundert mich selber ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte schon gedacht, dass das noch ein bisschen länger dauert. Aber mit dem Update, das jetzt kommt, wird 32-Bit-Betriebssysteme nicht mehr werden mit der Client auf 32-Bit-Betriebssystemen nicht mehr funktionieren. Und das ist schon, ich finde persönlich, ein schneller Schlag. Ja, ich finde den Schritt vielleicht ein bisschen zu extrem, zu sagen, ich hätte jetzt zumindest so gemacht, dass man in dem letzten Update sagt, ey, mit dem nächsten Update wird dann 64-Bit nicht mehr verfügbar sein. Ich bin der Meinung, das wurde nicht gemacht. Ich kann mich, vielleicht erinnere ich mich auch gerade nicht richtig, aber ich glaube nicht, dass mit dem Update 080 gesagt wurde, dass das 64-Bit-Betriebssystem nur noch einen Monat, der 32-Bit-Betriebssystem nur noch einen Monat unterstützt wird. So klar hat man sich, glaube ich, da nicht ausgedrückt. Das wäre besser gewesen aus meiner Sicht. Aber gut, dann gibt es Änderungen einer Spielbalance. Und das ist wieder was mich freut, weil ich selber begeisterter Trägerfahrer bin und quasi neuer Trägerfahrer bin, wenn man dazu sagen möchte. Und zwar wird die Flugabwehr der Minotaur gestutzt. Und zwar war da wohl, also sie stellen es hier als Fehler dar und sagen, vorher war die Flugabwehr mit der mittleren Reichweite auf 5 Kilometer angelegt und diese wird jetzt auf 4 Kilometer verringert. Dadurch wird sie in Einklang mit anderen Kreuzern der Stufe 10 gebracht. Und außerdem ist es ja aktuell so gewesen, dass die Minotaur noch zu war, obwohl man schon voll in seiner Flak-Reichweite war. Wenn der Minotaur-Kapitän clever gespielt hat und die Taste P benutzt hat, ja, wodurch man seinen Flak-Feuer unterdrücken kann, dann hat er gewartet, bis der jeweilige Pilot so nah an ihm dran ist, dass er eben genau in diesem 5-4-Kilometer-Bereich ist und dann erst P gelöst. Und somit war der Träger-Pilot direkt in den schwarzen Wolken, quasi instant, und hat seine komplette Staffel eigentlich verloren, ja. Das wird jetzt hiermit so ein bisschen unterdrückt und soll für ein bisschen mehr Effizienz wieder für die Flugzeuge sozusagen, ein bisschen mehr Effizienz für die Flugzeuge bringen, indem die Minotaur uns halt nicht mehr so stark überraschen kann als Trägerkapitän oder Trägerpilot, so nenne ich es ja immer. Gut, nächster Punkt ist, ihr könnt ab sofort Signale im Arsenal kaufen. Das Arsenal, da könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen, die heißt, wird demnächst umbenannt und das heißt dann Waffenkammer. Aber das wird wohl noch nicht mit diesem Update passieren, sondern erst mit dem nächsten Update. Aktuell heißt es noch Arsenal und ja, hier sind die Preise, die ihr berappen müsst, wenn ihr bestimmte Signalflaggen kaufen wollt. Ich persönlich finde es ganz schön heftig, was hier teilweise verlangt wird, mit 2,4 Millionen und so weiter und so weiter. Also soweit ich das weiß, gibt es hier auch wieder weiterhin noch die Rabattcoupons, die man auch mal benutzen kann. Und damit sind die ganzen Signalflaggen dann ein bisschen günstiger. Aber man muss eben keine Kohle mehr investieren, sondern Signalflaggen reichen auch. Außerdem, also Credits reichen eben auch, um Signalflaggen zu bekommen. So rum ist richtig ausgedrückt. Außerdem wird jetzt die Sammlung Seegefecht vor dem Nordkap zum Arsenal hinzugefügt. Das heißt, 5 Container könnt ihr dann da auch für 5000 Kohle organisieren, wenn euch da zum Beispiel noch ein Sammlungsstück irgendwie fehlt. Nächster Punkt ist dann der Hafen von London, der angepasst wird. Natürlich zur Einführung der britischen Flugzeugträger gibt es dann so eine leichte Veränderung in den britischen Londoner Hafen da. Und ja, das ist halt nett. Winterjahrmarkt, Fahrgeschäfte und Festtagsartikel, irgendwie sowas. Und dann kommen wir nachher schon zu dem nächsten Punkt.
Der nächste Punkt ist, dass der Drachenhafen, das Mondneujahr ist vorbei und der Drachenhafen kehrt in seine gewohnte Erscheinung zurück. Ja, das ist auch ein Punkt, aber der Hauptpunkt ist, die Alaska wird am Donnerstag eingeführt, nämlich für 1 Million Free XP kann man sie dann in-game erstehen und halt den T9 Kreuzer Alaska endlich spielen. Das heißt, ihr müsstet von jetzt an noch knapp 1,5 Tage warten und ihr habt sie dann endlich bei euch im Hafen und könnt Spaß mit dem Dampfer haben. Ich weiß, dass viele von euch da draußen auf dieses Schiff so unheimlich lange gewartet haben und jetzt ist es dann soweit. Hoffentlich habt ihr die 1 Million schon zusammen. Wenn nicht, dann müsst ihr schnell nochmal vielleicht nochmal tauschen, wenn ihr das Schiff unbedingt haben wollt. Hier sind auf jeden Fall nochmal die ganzen Daten, wie sie dann jetzt ins Spiel kommen wird. Hier 60.800 Trefferpunkte, 33 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Wir haben hier 305 mm Kanonen, also 3 Türme, 3 Rohre und so weiter und so fort. Also hier wird auch noch ein bisschen was zur Flugabwehr erzählt. 5,8 Kilometer weit kann die Flugabwehr schießen. Und ja, diese Daten sind relevant nur für Update 081. Das heißt, da könnte sich eventuell auch nochmal was ändern in Zukunft. Und das Panzerungslayout seht ihr dann hier auch an der Seite nochmal angezeigt. So. Wir wollen jetzt nochmal genau gucken, was ihr denn so in diesen Event-Containern drin haben könnt. Denn Wargaming hat sich da wieder was Besonderes ausgedacht. Und zwar könnt ihr auch wieder Schiffe bekommen. Aber eben nicht die Flugzeugträger, sondern eben andere Schiffe. Und zwar die Edinburgh, die Hood, die Duke of York oder die Vanguard. Das hier ist der normale Luftversorgungscontainer, der dann hier eine besondere Tarnung und einen besonderen Wimpel enthalten kann. Dann natürlich ein Sammlungsgegenstand für die Marinesammlung. Und dann natürlich 50 Florins sind das. Die sind so golden, sind die Florins, Silber sind die Kronen. Und mit ein bisschen Glück eben halt einen Auftrag, wo ihr 5000 EP für die Base XP, glaube ich, zusammenfahren müsst. Und dann bekommt ihr ein Schiff gut geschrieben. Wenn ihr diese Schiffe schon im Hafen habt, bekommt ihr dafür natürlich die Credits, die diese Schiffe wert sind, gut geschrieben. So, und im Premium-Container ist ein bisschen mehr, ne? Logischerweise gibt es dann eben 9 Tarnungen, 9 Signale, mehr Florins und eine erhöhte Dropchance von Schiffen, die da verfügbar sind. Ich sage ganz bewusst, dass ihr nur Credits bekommt. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, ich habe sogar gelesen, dass es für selbst die Premium-Schiffe Hood, Duke of York und Vanguard im Austausch nur Credits gibt und nicht Dublonen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, deswegen müsste man das einmal ausprobieren. Aber ich habe jetzt nirgendwo gelesen, dass es definitiv Dublonen gibt. In einem Artikel wurde es schon mal beschrieben und da wurde halt konkret gesagt, dass es Credits dafür gibt. Also von daher müssen wir erstmal davon ausgehen, es kann auch ein Übersetzungsfehler von Wargaming sein, was ich ehrlich gesagt so ein Stück weit hoffe. Aber ja, müssen wir einfach mal schauen, was dann dabei rauskommt. Dann werden Tarnungen zum Spiel hinzugefügt. Und zwar für den Zerstörer Blue Skywisker und für den Flugzeugträger Emplaceable. Davon hatte ich schon berichtet. Und zwar die Blue Skywisker Tarnung bekommt ihr, wenn ihr die Auftragsreihen, also 20 Mal erfüllt habt. Ne? Diese 20 täglichen Kampfaufträge abschließen. Und danach habt ihr die Tarnung für die Blue Skywisker schon mal auf Halde liegen, selbst wenn ihr diesen Zerstörer nicht habt. Um die Tarnung für die Emplaceable zu bekommen, müsst ihr einfach hier die Marinefliegereisammlung erfüllen. Dann werden neue Schiffe zu dem Spiel hinzugefügt, und zwar für Entwickler, Supertester und Community-Kontributoren. Und da sind Schiffe dabei, die wurden bis jetzt noch gar nicht vorgestellt. Und zwar die Elfonte oder Elfronte oder wie auch immer das ausgesprochen wird, Elfronte. Ja. Dann geht es hier weiter mit dem italienischen Schlachtschiff. Wieder mal was für mich. E6-Schlachtschiff, Giono Bruto. Und weiter geht's mit den sowjetischen Schlachtschiffen von T3 hoch bis T10. Und das Premium-Schlachtschiff Lenin ist dann auch mit dabei. Das heißt, viele können dann in Zukunft euch jetzt auch diese Schiffe dann zeigen. Nächste Sache ist, es wird die Montpellier ins Spiel hinzugefügt. Also auch natürlich für die Tester. Und zwar ist das eine Kopie des Kreuzers Cleveland, hat aber unterschiedliche Eigenschaften. Und zwar mehr Trefferpunkte, dafür eine längere Nachladezeit, aber ein besseres Sigma. Und der japanische Zerstörer Yukatsu ist eine Kopie des Zerstörers Kagero, aber hat andere Torpedos. Und zwar hier einen Höchststand von 21.000 schon. Torpedoreichweite beträgt aber nur 8 Kilometer. Dafür ist die Geschwindigkeit mit 76 Knoten wieder verdammt schnell.
Die Ladezeit 104, Torpedoerkennbarkeit fast 2 Kilometer. Also wenn ein Schiff da in der Nähe ist, dann werden die Torpedos doch recht schnell erkannt. Dann gibt es weitere Änderungen im Spiel. Und die sind dann wieder klein, aber hoch teilweise. Und die ganz besondere Änderung, viele von euch haben sich das gewünscht, wenn man viele Container hat, dass man sie mit einem Klick öffnen kann. Und das ist dann jetzt hier auch die Möglichkeit. Es wird jetzt mit diesem Update integriert. Man kann Open All Container klicken. Also man hat jetzt meinetwegen 30 Container gekauft und klickt einmal. Und schon wird der Container eben komplett geöffnet oder alle Container geöffnet. Man bekommt danach eine Übersicht angezeigt, was konkret in diesen Containern drinne war. Also die gehen nicht einfach in Inventar und verschwinden dann da, sondern es gibt eine neue Einblendung und in der Einblendung steht dann konkret drinne, was alles sozusagen aufgelistet, so inventarmäßig, was man dann hinzugefügt bekommen hat, und das kann man dann auch wohl bestätigen mit einem separaten Knopf. So. Und dann haben wir hier eine ganze Latte an Kleinigkeiten, die geändert werden. Und zwar Geometrie- und Texturenänderung bei der Vanguard, Oktyabrska, Revolutia, Queen Elizabeth, Dunkirk und Kaga. Dann gibt es visuelle Änderungen, Optimierung der visuellen Effekte der Torpedospuren, der Gischt, die aufspritzt, wenn ein Schiff zerstört wird, also von einem Torpedo. Und dann gibt es Probleme, wo sich der Client schloss, wenn man jemanden in die Kontaktliste hinzugefügt hat. Ökonomieänderung bei der Enterprise ist wieder ein ganz entscheidender Punkt, ne? Der wird hier fast nur irgendwo ganz unten erwähnt. Ja, jeder, der von euch da draußen die Enterprise hat oder sie jetzt vielleicht so zurückgegeben hat, leider, weil er eben mit der Ökonomie des Trägers nicht klarkam, möglicherweise war das ein ausschlaggebender Punkt, der wird jetzt sich vielleicht doch nochmal in den Arsch kneifen, denn die Enterprise hatte da einen Fehler drin. Ja, es wurde ein Problem in der Ökonomieeinstellung des Trägers behoben. Und das bedeutet, dass er in Zukunft wieder mehr Geld erwirtschaften wird. Und ja, die Parameterwerte werden eben angeglichen. So, dann da gibt es eben Probleme mit der Kameradrehung. Wenn der Mauszeiger am linken Bildschirmrand war, dann geht es hier nochmal um ein paar Sachen, auch eher optische Texturen. Katapultjäger, die am Heck des Schiffs Roma, waren da Probleme noch und so weiter und so fort. Also ihr seht, es sind super, super viele Sachen, die hier noch verändert werden. Also hier gibt es auch ganz viele Sachen, die einfach nur die Träger betreffen, ja. Zum Beispiel bei aktivierten Motorboost keine Auswirkung auf die Geschwindigkeit der abgefeuerten Geschosse hatte. Also da ist noch ein Problem behoben worden. Dann mit Flakbewaffnung der Hood wurde einiges verändert. Die Beschreibung der Hauptbatteriegeschütze der Kagero wurde korrigiert. Das sind alles so Sachen, die noch eine Rolle spielen. Oder auch die nervige Sprachausgabe, kehre zum Schiff zurück. Gerade als Trägerfahrer habe ich mir ab und zu gesagt, ihr könntet euch das echt sparen. Jetzt gibt es diese Nachricht eben nur noch dann, wenn man auch wirklich die Taste F gedrückt hat und nicht nur dann, wenn man Torpedos ins Wasser geworfen hat und diese drei oder zwei Flugzeuge dann eben zum Träger zurückfliegen. Sondern es ist jetzt nur noch eine Aktion notwendig, nämlich ich drücke die Taste F und dann gibt es diese Nachricht. Ja? Also eine Sachen, dann sind hier noch viele optische Sachen dabei, fehlerhafte Anzeige bei der Inschrift Duplikat, ja, die Sachen wurden auch korrigiert. Dann gibt es noch irgendwelche Sachen, die Beschreibung des Hinweises zum Einsatz des Flugabwehrsektors, der vor Gefechtsbeginn erscheint, wurde überarbeitet. Er zeigt jetzt alle Schaltflächen, die für Änderungen bei Flugabwehrsektoren verwendet werden können. Ja, also wenn der zum Beispiel irgendwie einfach was falsch angezeigt wurde, das habe ich selber persönlich jetzt noch nicht, kriege ich jetzt gerade gar nicht richtig zugeordnet, weil ich habe persönlich da gar nicht so richtig was vermisst. Aber gut, die haben anscheinend da einen Fehler gehabt, jetzt wissen wir, dass da noch was behoben wird. Der nächste Punkt, den ich auf jeden Fall noch hervorheben möchte, ist, dass die maximale Feuerreichweite der Arp Kongo, Haruna, Kirashima und Arpei wurden jetzt so korrigiert, dass sie der maximalen Feuerreichweite des Schlachtschiffs Kongo mit der verbesserten Feuerleitanlage entsprechen. Da gab es wohl auch Unterschiede, dass die Kongo, was das echte Schiff ja ist eigentlich, sich unterschieden haben zu den anderen vier Schiffen. Und ja, jetzt ist es eben so, dass diese Kampfreichweiten sich quasi entsprechend angepasst haben. Und jetzt kommen wir noch zu den letzten Punkten. Der letzte Punkt ist hier, die Außenbereiche der Clanbasis wurden jetzt überarbeitet. Und zwar ist die Belaubung nur realistischer und in den Hafengewässern wurden Inseln hinzugefügt. Also kann man jetzt auch wieder ein Bergwerk, also ein Sägewerk in den Bergen sehen, das wurde jetzt wohl hinzugefügt.
Und außerdem, so interpretiere ich hier den letzten Punkt, gibt es ja Karten, an denen Flugzeuge in der Luft quasi zur Karte hinzu, also dazugehören. Ne? Das sind hier dann so Karten: Meer des Glücks, Land des Feuers, Splitter, Norden, Weg des Kriegers, Tränen der Wüste und so weiter. Die sind dann einfach mal teilweise einfach über die Karte in einer gewissen Höhe geflogen. Und ja, diese werden jetzt wohl verändert, weil sie halt auch Spieler irritiert haben. Möglicherweise mit irgendwie, ja, dass man dachte, man wird angegriffen oder was auch immer. Und jetzt fliegen diese Flugzeuge halt eher am Kartenrand als komplett einmal über die ganze Karte rüber. So, jetzt sind wir einmal komplett durch das Update durchgegangen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder eine Menge interessante Sachen erklären, zeigen. Und ja, ihr geht jetzt voll aufgeklärt in den Donnerstag rein. Ihr wisst genau, wann es stattfindet, nämlich Donnerstag früh von 6 bis 9 Uhr. Und ihr wisst jetzt ganz konkret, was ihr erwarten könnt. Also, schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr euch auf das Update freut, was ihr euch von dem Update erhofft. Freut ihr euch auf die britischen Träger oder eher nicht so? Freut euch über die, was haltet ihr vom Rework mit diesem Überwachungsradar und den Flutungen zum Beispiel? Also eine Sachen würden mich interessieren. Und ja, ich werde sie natürlich auch lesen. Ihr kennt mich. Gegebenenfalls, wenn da zum Beispiel Fragen drin gestellt werden, antworte ich natürlich auch darauf. Also, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vergesst nicht das Seacrowds Giveaway, da könnt ihr noch mitmachen und einfach mal eine Kleinigkeit, also nicht nur eine Kleinigkeit, sondern schon was recht Großes aus dem Premium Store möglicherweise mitnehmen. Also, bis dahin, euer Seacrowds Team, euer Marara. Ciao, ciao.